Am 28. Februar stehen die Gemeinderats- und die Bürgermeisterwahlen an. Und in diesem Zusammenhang darf ich hier jetzt bei mir begrüßen Herrn Erich Steiner und Herrn Dietmar Hinterreiter. Herzlich willkommen, beide von den Watzener Freiheitlichen mit Parteifreien. Herr Steiner, Sie treten als Bürgermeisterkandidat, als Spitzenkandidat Ihrer Partei an. Wieso? Ich finde, dass es in unserer Gemeinde sehr wichtig ist, dass sich mehrere Bürgermeister und Bürgermeisterkandidatinnen sich zur Verfügung stellen, damit die Bevölkerung eine Auswahl hat. Es ist mir auch ganz klar, dass dieses Bürgermeisteramt sehr schwer zu erreichen ist. Aber nach 22 Jahren als Gemeinderat liegt mir die Gemeindepolitik sehr am Herzen. Sie haben es ja schon gesagt, 22 Jahre Gemeinderat, jetzt die letzte Periode, 6 Jahre lang im Gemeindevorstand. Wenn Sie so zurückblicken auf die letzte Periode, was ist in Ihren Augen besonders positiv gelaufen? Ich möchte vorausschicken, dass die letzten 6 Jahre als Gemeindevorstand und Gemeinderat mir gezeigt haben, dass eine absolute Mehrheit, die ÖVP, nicht immer zum bestmöglichen Ergebnis führt und eine konstruktive Arbeit erschwert. Zu Ihrer Frage zurückzukommen, positiv war die Destination Wattens, die ist jetzt nach 3 Jahren auf Schiene. Es ist vielversprechend worden jetzt. Das Sozialzentrum, was neu gebaut wird, ist sicher eine der größten Herausforderungen, was die Gemeinde bauen wird, zur Wohle der Bevölkerung. Des Weiteren haben wir einen Umbau und Sanierung in der Volksschule Hörald. Gleichzeitig bauen wir auch im Hörald in der Volksschule einen neuen Schülerort. Das ist sehr zu begrüßen. Des Weiteren haben wir eine Fernwärme errichtet. Das ist weitgehend abgeschlossen. Dieses Projekt wird sicher nachhaltig für die Luftqualität in Wattens eine große Verbesserung bringen. Da können wir alle stolz sein, wenn die Luft besser wird. Und es ist auch Kanal und Wasser sehr viel gemacht worden in den letzten Jahren und das auf Jahrzehnte gesichert. Und das möchte ich auch festhalten, dass das von allen 3 Fraktionen immer einstimmig beschlossen worden ist. Das sehe ich als positiv in den letzten Jahren. Also es ist einiges passiert hier in Wattens. Herr Hinterreiter, Sie selbst sind ja auch knapp 3 Jahre jetzt im Gemeinderat. Mit diesen Neuwahlen stehen ja auch einige Themen an, zum Beispiel das Thema Wirtschaft. Wie sieht das aus Ihrer Sicht jetzt hier in Wattens aus? Ja, das Thema Wirtschaft liegt uns sehr am Herzen, doch leider hat es die Gemeinde verabsäumt, in den letzten Jahrzehnten in unserer Gemeinde dagegen zu steuern, dass man die Klein- und Mittelbetriebe fördert und ihnen einen Anreiz gibt, bei uns sich sesshaft zu machen. Darum sollte und es muss uns gelingen, in den nächsten Jahren hier vermehrt Förderung zu geben, damit sich Klein- und Mittelbetriebe sich in Wattens wieder ansiedeln, weil wir steuern zum Großteil wirklich darauf hin, dass wir eine Industriegemeinde sind und wir sollten da wieder schauen, dass wir viel mehr auf Klein- und Mittelbetriebe setzen können, dass man so ein Gleichgewicht in der Wirtschaft zusammenbringen wieder. Thema Wirtschaft, also nicht ganz so positiv, wie wir da jetzt hören. Herr Steiner, wenn Sie jetzt zurückblicken, hat es da auch sonst noch andere negative Dinge gegeben aus Ihrer Sicht? Negativ, wenn ich einen Punkt herausnehme, einen gravierenden, der was ich als negativ ansehe, ist das neue Museum, man nennt das auch Industriemuseum, was man mitten im Zentrum bauen wird und möchte, was auch in den nächsten 2-3 Monaten Baubeginn ist. Ich möchte da ausdrücklich festhalten, dass wir von der FPÖ Wattens im Dezember 2014 da die Zustimmung nicht gegeben haben. Der ursprüngliche Plan um ein Heimatmuseum, das wesentlich kleiner gewesen wäre, wesentlich weniger Geld gebracht hat und nachhaltig auch uns noch Einnahmen beschert hätte für die nächsten Generationen, wurde dann verworfen in 2014 und wie gesagt, 2014 haben wir da nicht mehr zugestimmt. Das würde ich als negativ. Es ist auch zu bedauern, ich habe versucht, oder wir Freiheitlichen im Gemeinderat, erstmals eine Volksbefragung durchzuführen. Das wurde eben mit der absoluten Mehrheit und auch die SPÖ in dem Fall abgelehnt oder nicht die Zustimmung gegeben. Es wäre sehr interessant gewesen, wie sich die Bevölkerung sich da entschieden hätte.
Ja, ein Gesprächsthema, wenn wir jetzt bei den umstrittenen Sachen sind, für die Wartener ist ja auch immer wieder der Recyclinghof. Ja, der Recyclinghof liegt uns auch sehr am Herzen, da unser Bauhof leider aus allen Nähten platzt. Bräuchten wir also ein neues Konzept. Wir als Gemeinde alleine werden es wahrscheinlich nicht schaffen. Also wir versuchen da vielleicht mit den umliegenden Gemeinden Gespräche zu suchen, um ein großes, einheitliches Projekt auf die Füße zu stellen, um diesen Müll, der was immer produziert wird, wirklich umweltgerecht dann zu entsorgen und damit auch den Wartnern und Wartnerinnen in dieser Hinsicht sparen zu helfen. Sie haben jetzt schon ein bisschen in die Zukunft vorausgeblickt, Herr Hinterreiter. Herr Steiner, nehmen wir mal die nächsten 6 Jahre. Was sind Ihre Pläne? Unsere Pläne? Ja, also mir wäre es wichtig, dass man eine Transparenz und eine Verantwortung an den Tag legt. Und sowohl bei der Wohnungsvergabe als auch bei allen anderen Leistungen und Angeboten. Das ist mir ein großes Anliegen. Bildung ist auch sehr groß in Zukunft. Wir haben 6 Schulen, wir haben 3 Kindergärten, da haben wir sehr viel Aufgabe, also zu sanieren und. Ich möchte einen einzigen Schwerpunkt herausholen und das ist die Sanierung der Volksschule im Zentrum am Kirchplatz. Hier wurde auch etwas versäumt in den letzten Jahren. Das wird uns eine Herausforderung stellen. Da werden wir müssen sehr viel Geld in die Hand nehmen und das werden wir auch, ich bin überzeugt, die nächsten 2, 3 Jahren müssen wir das durchziehen. Dann hätte ich noch die Familie. Familie ist für mich auch sehr wichtig. Da geht es darum, dass man einen neuen Kinderspielplatz im Osten, im Ried, errichtet. Es ist auch sehr wichtig, dass man auch wieder leistbare Wohnungen macht. Unter leistbaren Wohnungen meine ich, dass man versuchen muss, von der Seite der Gemeinde Mittenland, dass wir es so hinbringen, dass die Leute sich auch in Wartens wieder die Lohnungen leisten können. Das ist ein großes Ziel, ist eine Herausforderung, wird nicht einfach, aber wir müssen es schaffen, weil es immer, man merkt sich im Wohnungsausschuss, wie schwierig das immer wird. Dann hatte ich noch die Sicherheit. Die Sicherheit ist mir persönlich ein großes Anliegen. Da möchte ich die Gemeindepolizei aufstocken, um einen regelmäßigen Sicherheitsdienst bei Tag und Nacht herzustellen. Das ist mir ein großes Anliegen. Dann hätte ich noch ein Verkehrskonzept. Auch das muss uns allen im Gemeinderat gelingen, ein Verkehrskonzept zu erstellen, sodass der Fußgänger, der Radlfahrer, aber auch der Autofahrer miteinander Platz haben müssen oder können. Wird eine Herausforderung werden in Wartens. Ja, das sind jetzt zusammengehörst einige Ziele. Wie schaut es aus mit dem nächsten Ziel, 28. Februar? Die Wahlen selbst, was erwarten Sie sich bzw. was erwartet sich die Partei? Ich persönlich hätte schon noch einen Schwerpunkt und zwar ist das die Eislaufanlage im Alpenstadion. Das müssen wir einer Erneuerung zuführen. Ich stelle mir das vor, dass es so wetterfest sein soll fürs Publikum und auch tauglich sein für die Eishockeymannschaften. Das ist auch etwas, was wir bewältigen müssen in den nächsten 6 Jahren. Das Ziel ist einfach so stark zu werden, dass wir in allen Ausschüssen, im Gemeinderat, im Vorstand so stark werden, dass wir auch ein größeres Mitspracherecht bekommen wie bisher. Und das ist nur möglich, wenn uns eben die Bevölkerung uns das Vertrauen gibt und uns darin stärkt. Und ich kann nur eines versprechen, wie bisher, mein Team und ich werden uns wirklich dafür einsetzen, das, was wir jetzt da so hat. Versprechen, auch versuchen werden einzuhalten. Wir alleine werden es nicht alleine schaffen können. Ich hoffe, dass dann das auch andere Fraktionen da mitziehen. Und da bin ich guter Dinge, weil bis jetzt ist das die Gesprächskultur und auch das Klima wirklich, man muss es sagen, hervorragend. Aber nicht zu trotz, jeder muss bei der Wahl am 28. sozusagen seine Wähler hinter sich bekommen. Das wäre unser Ziel. Und sollte es so weit sein, dass die Leute uns so weit vertrauen, dass man möglicherweise auch einen Vizebürgermeister erreichen würde, das wäre natürlich das Schönste. Ja, ich wünsche Ihnen auf jeden Fall mal alles Gute. Danke vielmals für das Gespräch, Herr Hinterreiter, Herr Steiner. Danke. Wir bedanken Ihnen. Uns auch. Ja, und an Ihnen liegt es jetzt am 28. Februar Gemeinderats- bzw. Bürgermeisterwahlen.